Alice Weidel teilt so richtig aus beim ZDF. Sie beginnt ihren Rundumschlag gegen die Kartellparteien. Ein Merz, ein Kretschmer, ein Habeck, ein Lindner, ein Scholz, alle kriegen ihr Fett weg. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Politik im Fokus. Mein Name ist Philipp, los geht's. Ich stelle mir die Frage, warum diese Vertrauensfrage nicht bereits in der nächsten Woche gestellt wird. Alice Weidel beim ZDF Mittagsmagazin. Sie hat ja eben schon eine super Pressekonferenz abgeliefert mit dem Chrupalla zusammen. Und jetzt ist sie beim Mittagsmagazin und haut nochmal, sorry den Ausdruck, aber so richtig auf die Kacke. Die Altparteien, die Kartellparteien bekommen volles Rohr, ihr Fett weg. Und sie stellt eine ganz spezielle Frage, warum er die Vertrauensfrage erst im Januar stellen möchte. Aber schaut euch dieses sensationelle Interview selber an. Wir sehen uns nach dem Video wieder. Bis gleich. Ich fordere von der Union und FDP endlich verantwortungsbewusst zu handeln und die AfD, also uns, da wir ja in Umfragen zweitstärkste Kraft bundesweit sind, uns einzubeziehen in Gesetzesvorhaben. Und ich habe es die ganze Zeit schon gesagt, wir sammeln politische Reaktionen und Stimmen ein. Heute im ZDF-Mittagsmagazin, die AfD-Vorsitzende Alice Weidel ist bei uns. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Wund. Frau Weidel, wie bewerten Sie diesen Tag heute und den Bruch der Ampelregierung? Ja, das Ende der Ampel war eigentlich, so wie wir es gestern gesehen haben, durch die Rede des Bundeskanzlers genauso unwürdig, wie sie regiert haben. Es ist absolut unseriös, wie man aufeinander losgeht, unreflektiert, ohne Selbstreflexion. Und genauso wurde auch seit 3 Jahren durchregiert. Im Übrigen gegen Mehrheiten der Bevölkerung. Und dementsprechend ist der Bruch der Ampelkoalition nur folgerichtig. Was mich allerdings wundert, ist, dass der Bundeskanzler Scholz die Vertrauensfrage relativ spät stellen will und so eine Hängepartie in einem Interregnum bis Mitte Januar fortgezogen werden soll. Ich stelle mir die Frage, warum diese Vertrauensfrage nicht bereits in der nächsten Woche gestellt wird. Das wäre eigentlich aus Sicht des Kanzlers und auch der Unbeliebtheit der Ampel jetzt vor allen Dingen mit SPD und Grünen nur folgerichtig, das zu tun. Der Bundeskanzler sucht noch die Zusammenarbeit der Union für einzelne Gesetzesvorhaben. Er sagt, er tue dies, um Schaden vom Land abzuwenden. Er möchte, wie gesagt, Mitte Januar die Vertrauensfrage stellen. Dann hätten wir Ende März wahrscheinlich die Bundestagswahlen. Die Union fordert frühere Wahlen. Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch. Ist denn die AfD überhaupt vorbereitet, jetzt schon in den Wahlkampf zu gehen? Wir sind perfekt vorbereitet. Wir haben uns auf dieses Szenario vorbereitet, dezidiert, denn wir fordern Neuwahlen bereits seit Monaten. Und dementsprechend blicken wir gespannt auf den Wahlkampf, in dem wir unsere Akzente setzen werden. Wir haben unsere Akzente als Bundestagsfraktion ja die vergangenen 7 Jahre im Bundestag gesetzt. Und was ganz interessant ist, ist das, was die CDU beispielsweise heute fordert, alte Anträge und Gesetzesanträge der AfD gewesen sind. Und die werden wir jetzt auch bis Weihnachten erneut einbringen und werden so die CDU als auch die FDP in eine Positionierung hineinzwingen, wo sie eigentlich wirklich stehen. Und das wird natürlich auch beispielsweise passieren mit der Wiedereinführung der Kernkraft. Wir brauchen Kernkraftwerke. Wir hatten die sichersten weltweit zur CO2-Reduzierung. Wir sind dafür, dass die CO2-Abgabe abgeschafft wird. Sie belastet die deutschen Unternehmen diametral stark und fügt uns einen Wettbewerbsnachteil bei. Und wir haben weltweit die höchsten Energiekosten, die unsere Unternehmen, Sie haben das gesehen, überall Gewinnwarnung, Arbeitsplatzabbau dazu führen, dass wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Die Leute nachher auf der Straße sitzen. Wir brauchen seriöse, gute Antworten, vor allen Dingen im wirtschaftspolitischen Bereich. Lassen Sie mich kurz nachfragen, wenn ich Sie richtig verstehe, spekulieren Sie auf eine Art von Zusammenarbeit mit der Union oder mit der FDP in dieser Umbruchphase. Dabei hat sich ja die Union ganz klar und im Prinzip die FDP auch ganz klar positioniert. Stichwort Brandmauer. Davon können Sie doch eigentlich jetzt nicht ausgehen, dass die Union Gesetzesvorhaben von Ihnen im Bundestag zustimmt. Ich fordere von der Union und FDP
endlich verantwortungsbewusst zu handeln und die AfD, also uns, da wir ja in Umfragen zweitstärkste Kraft bundesweit sind, uns einzubeziehen in Gesetzesvorhaben. Das ist mein Petitum. Weil das, was Sie angesprochen haben, Sie haben die Brandmauer angesprochen, das sehen wir jetzt, was die Brandmauer bedeutet, und zwar in Sachsen. Die CDU ist gezwungen, mit linken, woken, grünen Parteien zusammenzugehen, denn sie verkörpern nichts anderes. Und dann haben sie nur noch Instabilitäten. Und jetzt sind die Koalitionsverhandlungen gescheitert. Und jetzt möchte Herr Kretschmer sich natürlich in einer Minderheitsregierung von der AfD dulden lassen, so nachdem man vorher alles aufgefahren hat, um uns zu diskreditieren. Da muss ich auch sagen, da ist die CDU nicht konsistent und muss eine ganz klare Linie finden, weil die CDU kann ja in Wahrheit mit SPD und Grünen und FDP, sie kann ja überhaupt gar keine bürgerliche Politik machen. Also sie kann eigentlich gar nicht das umsetzen, was sie im Wahlkampf verspricht. Das kann sie eben nur mit der Alternative für Deutschland. Ich glaube, es gibt da wenig Anzeichen dafür, dass die Union mit Ihnen zusammenarbeiten möchte. Und meines Wissens hat Ministerpräsident Kretschmer auch nie gesagt, dass er sich dulden lassen will von der AfD. Wir werden sehen, was in Sachsen passiert und natürlich auch, was hier im Bund passiert. Ja, Frau Weidel, eine sehr, sehr berechtigte Frage, warum der Herr Scholz erst nächstes Jahr die Vertrauensfrage stellen möchte. Darüber machen wir ein separates Video, Leute. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, lasst auf jeden Fall ein Abo da, damit ihr das nicht verpasst. Weil es hat nicht allzu viel damit zu tun, dass sie noch den Schaden vom deutschen Volke weghalten wollen. Es geht sich eher ein bisschen mehr darum, sich nochmal richtig die Taschen voll zu machen, bevor die dann alle abdanken. Jedenfalls ein absolut klasse Interview von der Frau Weidel. Ich fand es auch super, wie sie gesagt hat, dass sie die CDU jetzt in die richtige Richtung treiben wollen, weil sie halt, ne, sehen man ja in Sachsen, dass die Koalitionen einfach nicht funktionieren, was die CDU davor hat. Die können ja wirklich nur mit Linken koalieren. Ja, Grüne funktioniert nicht, hat Merz ja schon komplett ausgeschlossen, etc. Also das ist wirklich der absolute Hammer, was hier in Deutschland mittlerweile wieder los ist. Was wohl gefährlich ist, es wurde verkündet, wer die Nachfolger der abgetretenen FDP-Minister sind. Und da, Leute, ist es mir auch eiskalt den Rücken runtergelaufen. Ja, das ist absolut ein demokratisches Desaster, würde ich ganz sagen. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von den Aussagen von Frau Weidel haltet. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, vor allen Dingen, wenn ihr erfahren möchtet, wer die neuen Minister sind für die FDP-Minister. Ich bin Philipp von Politik im Fokus. Bis dann. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus.